So, und auf diesem Weg sind halt die ersten Pferde gekommen, die mich dann umgemäht haben. So, jetzt hoffe ich einfach... Ja, da kommt nämlich ein Pferd. Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich jetzt einfach zu langsam war. So. Ich probiere es einfach jetzt mal weiter. Und ich hoffe, der Schneesturm hört gleich auf, nicht, dass gleich noch ein Pferd kommt. So, dahin. Es kann halt sein... Na, komm, 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 komm. Ich hoffe, dass es jetzt nicht auf einen Fehler ankommt, dass ich das jetzt gemacht habe. Sondern, dass ich pro Schneesturm jedes Mal die Chance habe, komplett richtig zu laufen. Ja, scheinbar nicht, weil ich höre nämlich schon wieder ein Vieh. Na komm, na komm, na komm. Das war doof, das war doof, das war doof. Okay, komm, 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 komm. So, jetzt aber. Bumm und hupsdala. Okay, da ist die nächste Ruine. Das ist die dritte jetzt. Ich laufe jetzt einfach. Weil es kommen ja, die Viecher kommen ja scheinbar irgendwie trotzdem. Was? Habe ich nicht gesehen. Scheiße. Nein, nein. Oh, komm, ey. Ich krieg eine Macke, ey. Ich krieg eine Macke. Hab gestern die Division oder ähnlich zugeschaut bei einem Speedrun-Versuch. Hab circa 10 Mal mit dem Anfang des Games gesehen, weil er immer neu starten musste. Okay. Kochi, beziehungsweise Dragonblood sieht Kochis Zeichen. Ja, es scheint irgendwie, entweder habe ich einen Fehler gemacht und muss viel früher aufhören zu laufen. Nicht bis der Schneesturm irgendwie kommt, sondern viel, viel, viel früher. Das ist die Frage. Ich spiele auf der PS3. Tomato. Ich nenne die jetzt Tomato. Einfach. Das ist die Frage halt. Ist es halt so. NG und SM. Ich bin im normalen Spiel, genau. Und mein SM ist 5,7 Millionen. Beziehungsweise, ja, 5,8 Millionen kann man sagen. Okay, so, wir probieren es weiter. Ah, PC. Schade. Ja, wir spielen leider auf der PS3. Was auch die langen Ladezeiten erklärt. Aber wir spielen irgendwann auch mal auf dem PC. So. Hier ist leider immer noch keiner. Ach, schade eben. Das ist echt bitter. Ich probiere es jetzt nochmal nach Slevs Methode. Und hoffe, dass es irgendwie hinhaut. Okay, naja, muss erstmal der Schneesturm aufhören. Und diesmal versuche ich eventuell mal so zu laufen, also immer mal kurz davor abzubrechen. Jetzt zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, hilft das? Also vielleicht bin ich halt tatsächlich gerade zu viel gelaufen, dass ich schon in den Schneesturm mit reingelaufen bin quasi. Vielleicht muss ich einfach die Abstände verkürzen. Vielleicht klappt es ja dann mit keinem Pferd. Schön wär's. Okay, so, hörst du langsam auf. Das wäre super, danke. Achso, das ist die zweite. Ich muss auch mal mitzählen. Nicht, dass ich das irgendwie verpasse. So, aufhören. Dass wir ungefähr so einen Rhythmus reinkriegen, wann wir aufhören müssen zu laufen.
Ich kann auf jeden Fall meine ganzen Dingenskirchen, meine ganze Ausdauer raushauen. Okay, so. Im Wägen geht bei Karnix auch nichts, das habe ich keine roten Augen mehr. Ja, das ist alles sehr seltsam. Ich bin von der Außenwelt abgeschnitten mit meinem Account. Ich weiß es nicht. Zumindest größtenteilig. Scheiße, jetzt bin ich wieder gelaufen. Und da kommt auch schon das erste Pferdchen. Schön. Okay. Na, ja, geil. Nein, nein, nein. Ja. Er braucht halt auch zu lange, wenn er das Schwert... Und schon wieder den gleichen Fehler. Das ist doch doof, ey. So, jetzt. Ja, dreimal den gleichen Fehler gemacht. Mensch. Ich bin ja sehr... lernresistent, kann man dazu sagen. So, jetzt renne ich. Ich weiß nicht, ob da mehr Pferde kommen, wenn ich jetzt tatsächlich auch im Schneesturm mehr renne. Würde mich halt mal prinzipiell auch mal so interessieren, ob das tatsächlich auch mit dem Schneesturm irgendwie zusammenhängt. So, ich höre ein Pferd da vorne. Okay. Ah, Kacke. Und er läuft, rollt halt nach hinten. Jo! Ach komm, Mann! Vieh! Scheiße, ich krieg echt jetzt schon ich krieg jetzt schon das Kotzen von mir, ey, ohne Spaß. Ah, ist das scheiße, ey. Ist das scheiße. Könnt ihr mir nicht irgendwie helfen oder so? Na, das wäre super. Das wäre super. Wenn's klappen würde, ne? Ah, nee, es lohnt sich nicht, die Tode zu zählen, Logia. Und Wei Xias ist da und fragt Crown of the Iron King, genau. Da ist der DLC. So viele Finger habe ich nicht. X. Ja, das ist richtig. Warum auch schon ein Taschenrechner, ne? Ah, ich krieg's kotzen, ey. Aber sagt mir wenigstens, dass ihr genauso Probleme habt in dem Ding. Find schade, dass sie die Idee mit dem Dot im Schneesturm verworfen haben. Genau, den Dot. Dass man dann auch noch einen Dot kriegt, ne? So, wir machen jetzt das... weil das irgendwie besser geklappt hat. Wir laufen jetzt Richtung Sonne. Das hat irgendwie gefühlt besser funktioniert als ja, die Methode vom guten Slef jetzt hier. So, na komm her. Du sollst herkommen und nicht mit irgendwelchen Mist schießen. Yo, ich bin halt... Gut, dass du mir auch folgst, du Mistvieh, Alter, echt. Na, komm. Schneepferd. Und irgendwas anderes Banner da unten auf mich. Geil, läuft. Du sollst herkommen und nicht auf mich schießen. Hast du eigentlich keine Ohren oder was? So, Sonne. Sonne. Sonne ist da. Und da ist auch der Rand. Nimm den NPC und renn durch. Könnte man demnächst mal probieren, ja. So, hier ist Dingenskirchen. Wir verlieren halt sau viele Flakons, wenn wir auf dem Weg halt die Viecher töten. Das ist halt tatsächlich so. Aber was willst du machen? Okay, so, da. Ja, scheiße. War nicht so gut. Na. Jawohl, wenigstens das klappt jetzt mal. Ah, scheiße. Nochmal ein Schlag, komm. Nein, und nicht tot. Mal jetzt geht's. Scheiße. Gut. Na gut. Wir sind nicht voll. Das ist nicht so schön.
Und einfach laufen, einfach laufen. Der Sunbro braucht Menschlichkeit. Beschwört den Sunbro und gebt ihm Menschlichkeit. Falls ihr welche übrig habt. Ich habe leider keine... Naja, doch, ich habe 5 übrig, aber ja. Das Problem kennt ihr ja mit dem Beschwören. So, Pferdchen. Grüß dich, Pferdchen. Oh, zack. Geil, nie getroffen. Läuft. Okay, trinken, trinken und hoffen. Ja, immerhin hat das getroffen. Nein! Oh, bitte, bitte, bitte. Ich verzweifle jetzt auch bald hier mal, ne? Zeit wird's. Ja, geil. So. Ach, ich krieg's Kotzen bei den Mistviechern. Und das ist echt untertrieben. Das ist untertrieben hoch 10. So, wir kommen zur dunkleren Stelle, glaube ich. Sprich, wir sind fast da. Okay, da. Ich hab's schon geahnt, dass das Ding kommt. Ja, ich bin... Warum drehst du dich eigentlich mit, Mann? Ach Gott, ey. Viecher aus der eisigen Hölle. Wir hätten das Ding auch Hölle nennen können. Läuft. Jo. Kannst du... Der sprintet dir auch nach, ja. Ja, zurück, Mann. Zurück, hab ich gesagt. Ach Gott, ey. Können wir meinen Frust eigentlich nachvollziehen? Ich krieg's Kotzen. Na komm. Ach Gott, ey. Immerhin. Ich komme da ohne Flakons an. Wenn ich ankomme. So. Nee, meine Fresse. So, hier sind die Nachrichten, das ist schön. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht noch ein Pferdchen. Es kommt noch ein Pferdchen. Und ich sehe nichts. Jo. Einfach mal schön in den Nacken rein. Okay. Bitte, 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 jawohl. So, und schnell weiter. Oh, und ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, wo ich langlaufe. Gerade. Komm, lauf. Jetzt kommt noch ein Pferd. Irgendwo kommt noch ein Pferd. Wo denn? Da! Ach Gott, ey. Jo. Okay, ich muss einfach nur ganz ruhig spielen. Okay, wieder weg. Das ist wieder so ein Kackding. Ich kriege echt... Ihr hört jetzt schon meine Frustration. Nein! Weg! Ah, ich hab's geahnt. So, jetzt glaube ich noch ein Hit, oder? Jawohl, immerhin. Immerhin, das klappt. So, hier ist die Wand. Und da kommt direkt noch ein Pferdchen. Ich krieg doch zu viel, ey. Echt. So, letzte Flakon. Ich freue mich. Okay. Ja, komm, genau, das Ding. Wenn ich so nah bin. Jo, kein Problem. Ich hab... Da kommt noch eins. Ach, Mann, ey. Ja, ich hab eh keine Flakons mehr. Bringt gerade nichts. Außer weglaufen. Selbst in den Bossraum laufen bringt jetzt nichts mehr. Ich lauf einfach nur noch verzweifelt weg. Ja, komm. Dass ich wenigstens die Brücke nochmal sehe. Und vielleicht in den Abgrund springen kann. Ja, komm. Nicht mal den Abbruch und nicht mal das. Ach, meine Fresse, ey. Echt. Ich fange an zu weinen, ey. Ach, mein, ey. So.
Ja, nachher bestellen wir alle geschlossen bei GamesOnly.at. Eigentlich sollten wir bezahlt werden dafür, dass wir das so anpreisen hier. Ja, und wie, es kommt am Freitag nicht. Man darf theoretisch erst ab 28. streamen. Da fällt die NDA, glaube ich. Ja. Okay, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Das Ding ist da, ne? Was? Was? Meld dich mal ab und an im PSN. Ich soll mich mal an und ab im PSN melden. Moment. Geht ja hier irgendwie, ne? Was? Nee, das will ich nicht. Hab ich überhaupt... Ich habe noch Freundschaftsanfragen zu bearbeiten. Sehe ich jetzt gerade mal, glaube ich, oder? Ja. Nehmen wir nachher an. Nehme ich nachher an. Machen wir jetzt nicht. Okay, PSN. Hier war das, ne? Ich weiß immer nicht, wo das ist. Da? Wie ging denn das? Ah, da. Kontoverwaltung. Konnte ich mich überhaupt abmelden? Spiel verlassen? Naja, das wollen wir jetzt nicht gerade. Bam, bam, bam. Ich weiß gerade nicht, wo es ist. Hier? Nee, da seht ihr nur meine Trophäen. Wenn ich sie mal aktualisieren würde. Dann machen wir mal, ich beende mal kurz. NG++ ist Ende. In Lords of the Fallen. Warte mal, wir gehen jetzt mal zum... dahin, genau. Und da loggen wir dann gleich aus. Dann sehen wir das dann nochmal. Du musst auf Kontoverwaltung gehen und Dreiecke drücken, dann abmelden. Achso, aber... ja, weiß ich nicht. Kontoverwaltung. Ja, müssen wir halt mal verlassen dann. Bam bam. Ja, müssen wir ja sowieso. Also wir werden dann ja eh rausgeschmissen. Drei Talentbäume, erster NG, zweiter NG Plus und dritter ist dann NG Plus Plus. Okay, coole Sache. Wusste ich nicht. Abmelden. Abgemeldet. Dann melden wir uns wieder an. Und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Ne? Ja, Lords of the Fallen, ey, da freue ich mich riesig drauf. Das kann geil werden. Also das, was ich gesehen habe und gespielt habe, ist geil. Macht Spaß. Aber ich werde wohl keinen Rogue spielen. Denn der soll wohl richtig schwer sein. Und mit dem habe ich auch den Boss nicht geschafft. Ja. Der gute Jan hat den dann mit dem Klerik gemacht. Und da hat das Ayuda das Spiel auch programmiert so irgendwie. Da hat das dann drauf gehabt mit dem Dingenskirchen. Mit dem Cleric. Und ja. Ja, die Spielzeit ist ein bisschen kurz, ja. Also 10, 15 Stunden oder so. Oder 10 Stunden, glaube ich. Dann ist man durch. Im NG wahrscheinlich dann. Dann kann man NG Plus machen. Dann hast du halt so die zweifache oder dreifache Zeit, die du dann spielst, ne. Bis NG Plus Plus. Da hast du vielleicht 30 Stunden. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Dark Souls. Aber ich sag mal, es wurde nicht korrekt beendet. Ey, klar. Und ich sag mal, bei einem Dark Souls ist es natürlich jetzt kein Vergleich jetzt mit der Spielzeit, wo man gute 120 Stunden plus dran sitzt. Je nachdem, wie viel man macht. Oder wie ich, einfach das Spiel laufen lassen und 350 Stunden haben. Das geht auch. Aber ich sag mal, zumindest, also wenn das gut ankommt, Lords of the Fallen, so generell bei der Spielergemeinschaft, dann nehmen sich vielleicht auch andere Entwickler mal ein Herz und sagen, ja, vielleicht machen wir ja auch sowas, ja, vielleicht, ja, weiß nicht, BioWare vielleicht jetzt nicht, aber halt Entwickler, die halt ein ähnliches Prinzip irgendwie
bei ihren Spielen gehabt haben oder ähnliche Rollenspiele gemacht haben. Vielleicht nehmen die sich ein Herz und machen das dann ähnlich. Das wäre ganz cool. Also mehr Souls-Spiele oder mehr Souls-artige Spiele wäre schon ganz geil. Ja, keine Checkpoints aktivieren, genau. Mehr XP. Und das ist alles irgendwie noch drin. Was ganz cool ist, ist ja auch, dass man bei Lords of the Fallen dann, wenn man gestorben ist, kann man ja die XP zurückkriegen irgendwie. Und je länger man braucht, je weniger wert werden die XP. Dementsprechend kann man aber auch die XP in so ein Behältnis packen. Und die sind dann nach einer Zeit mehr wert. Also die summieren sich dann da drin irgendwie. Ja. Fand ich auch ganz cool. So, ich probiere jetzt mal eins mal. Ich melde jetzt mal. Kann ich gar nicht benutzen. Okay, das wollte ich mal kurz testen. Das geht gar nicht. Okay, ihr lieben Freunde, legt mal eure Zeichen hier her. Dann machen wir eine kleine Pause gleich nochmal. Weil ich muss nämlich nochmal kurz aufs Klo. Und dann legt nochmal eure Zeichen hier her. Wir versuchen das Ganze nochmal, wenn ich wieder bin oder wenn ich wieder da bin, so 5 Minuten Pause machen wir, denke ich mal, wieder. Und dann schaue ich einfach, ob da ein paar Leute da sind. Falls nicht, müssen wir es halt leider Gottes nochmal allein probieren. Dann mache ich es mal mit dem NPC. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwie hinhaut. Und falls doch welche da sind von euch, naja, dann nehme euch heute mit. Ne? Hoffentlich klappt's. Ich kann halt aber nichts versprechen. So. Ich sage erstmal kurze Pause an die YouTube-Zuschauer und sage ich, wir machen morgen weiter bei Dark Souls 2 Crown of the Iron King mit dem optionalen Boss. Ja, wenn wir mal hinkommen sollten, das ist immer so eine Sache. Da, ja, was willst du machen? Ich hoffe einfach, dass es irgendwie klappt. Bis morgen, liebe Freunde, 16 Uhr geht's weiter mit Dark Souls 2 und die Twitch-Leute, 5 Minuten Pause, dann geht's sofort weiter. Bis gleich.